Ja, hallo zusammen. Willkommen zu meinem zweiten Kapitel aus Sao Paulo. Heute nehme ich euch erstmal mit auf eine kleine Tour ins Zentrum von Sao Paulo. Einmal bei Nacht und einmal bei Tag. Wir waren zweimal da. Ich werde das zusammen euch präsentieren. Und nach dem Ausflug erzähle ich euch noch ein bisschen von meinem Arbeitsalltag hier, wie so ein typischer Tag von mir aussieht, wie so meine ersten anderthalb Wochen, sind es ja schon mittlerweile, so verlaufen sind. Und wie es mir im Moment eigentlich aktuell so geht. Und genau, ab geht's mit dem Video. Viel Spaß! Um ins Zentrum zu kommen, muss man erstmal eine kleine Weltreise unternehmen. Nach 20 Minuten Fußweg von unserer Einrichtung zur Bushaltestelle fahren wir ungefähr eine Stunde Bus, bis wir an einem größeren Bahnhof in eine Metro umsteigen können. Mit der Metro sind wir dann noch einmal ungefähr eine Dreiviertelstunde unterwegs. Berücksichtigt man die Warte- und Umstiegszeiten, dann kommt man ungefähr auf plus minus 2 Stunden Fahrzeit. Unser Ziel ist die Avenida Paulista in der Stadtmitte, die, ich sag mal, vielfältige Möglichkeiten der Freizeitgestaltung bietet. Nach einem kleinen Zeitsprung sind wir jetzt auf einem der Hochhäuser an der Paulista. Hier könnt ihr selbst mal eine Idee vom Ausmaß Sao Paulos bekommen. Danach sind wir nach einem kurzen Stopp in der Kathedrale von Sao Paulo zu einem Marktviertel gefahren, wo sich wortwörtlich alles kaufen lässt. Schaut einfach selbst mal kurz. Dank des Zeitsprungs wurden wir auf der Rückfahrt vom Fahrer der Einrichtung gefahren und konnten uns nach dem langen Tag etwas entspannen. Ja, genau. Jetzt geht's weiter mit dem Arbeitsalltag. Wenn ich hier so ein bisschen dumm rumwedel, aber hier kommt gerade eine ziemliche Mückenattacke rein. Also, die Einrichtung, in der ich arbeite, die lässt sich, um euch das so ein bisschen zu veranschaulichen, in Standort A einteilen und in Standort B. Standort A, da sind Kinder im Alter von 1 bis 8 in etwa. Und in Standort B sind Kinder von 8 bis 18 oder von 9 bis 18. In der ersten Woche, in der wir Freiwillige hier gearbeitet haben, wurden wir abwechselnd immer in Standort A und Standort B eingesetzt, um eben die Einrichtung vollkommen kennenzulernen. Das haben wir auch. Wir wurden auch überall eingeteilt. Wir haben die einzelnen Klassen so ein bisschen kennenlernen können, auch die einzelnen Arbeitsstellen. Und genau, in der zweiten Woche haben wir dann schon unseren Arbeitsplan bekommen. Genau, so haben wir eigentlich nach einem guten ersten Eindruck so sind wir schon direkt in den regulären Alltag so eingestiegen. Genau, das ist eigentlich so, wie es bisher rein formell verlaufen ist. Genau, aktuell sieht mein Arbeitsplan so aus, dass ich 3 Tage, ich arbeite vorrangig in dem Standort B mit den älteren Kindern, also 9 bis 18 in etwa. Da sieht mein Arbeitsalltag momentan so aus, dass ich 3 Tage der Woche in den Klassen arbeite und 2 Tage arbeiten wie so praktische Arbeiten, bei praktischen Arbeiten eingeteilt bin
wie teilweise einmal Küche und Mosaik. Das ist ein Projekt, was es das ganze Jahr über gibt, das eben freiwillige Ecken der Räumlichkeiten der Schule mit Mosaik eben verzieren und eben Dauer auf Dauer eben dann so ein großes Projekt eigentlich entsteht, wo eben dann das Gebäude schöner gemacht wird und genau. Ich werde euch in die einzelnen Einrichtungen im nächsten Kapitel oder in den nächsten Kapiteln auch nochmal mitnehmen, dass ihr euch da einen Eindruck bekommt, wie das Ganze aufgebaut ist, wie das aussieht da. Ist nämlich echt schön so. Ich habe die Kamera nur jetzt am Anfang noch nicht mitgenommen, weil ich erstmal kennenlernen wollte, ein bisschen die Abläufe, wie das so funktioniert und wo ich filmen kann und wo auch einfach nicht. Das ist eigentlich so, wie es aktuell funktioniert. Das Portugiesisch, man kann, also ich merke den Fortschritt oder ich merke, wie ich mich hier so langsam einbringen kann, eigentlich in wöchentlichem Abstand. Also ich merke jetzt schon, dass ich mich deutlich besser zurechtfinde als noch vor einer Woche oder vor zwei Wochen. Auch klar, man lernt die Leute besser kennen, man wird besser eingebunden, es wird alles persönlicher, direkter und so. Und das gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Ich merke auch schon, dass auch jetzt schon, dass es ja richtig, richtig gut wird. Ich freue mich da jetzt schon total drauf. Ah, Hilfe. Ein typischer Arbeitsalltag besteht bei mir daraus, ich stehe um 7.20 Uhr ungefähr auf. Um 7:45 gehe ich dann frühstücken bis 8 Uhr. Um 8 Uhr geht dann die Arbeit los. Dann ist bis 12 Uhr reguläres Arbeiten, eine Stunde Mittagspause mit Mittagessen in der Einrichtung, eine Stunde Mittagspause bis 13 Uhr und dann wieder Arbeit bis 17 Uhr. Danach ist erstmal ein bisschen Ausruhen angesagt, weil es halt eben doch schon anstrengend ist. Aber nach einer Stunde Ausruhen ungefähr geht es dann wieder los. Dann kann man so Sachen machen wie Sport oder eben Videos schneiden. Und oder freitags eben dann nochmal ins Zentrum fahren und weiß ich nicht, was essen oder Party feiern. Und das Zentrum ist auf jeden Fall, bietet nochmal mehr als das Randviertel hier. Und deshalb ist das so für uns Freiwillige eigentlich eine echt coole Abwechslung so. Genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr stört euch nicht zu sehr daran, dass ich jetzt hier die ganze Zeit mit den Mücken kämpfe. Falls ihr, wie gesagt, Fragen oder Anregungen habt, immer her damit. Ich hoffe, dass diesmal die Soundqualität ein bisschen besser ist als letztes Mal. Und dann würde ich sagen, bis bald, bis zum nächsten Kapitel, ungefähr in 3-4 Wochen. Bis dahin, ciao.